Wir sind gerade von der Pressekonferenz rausgekommen. Rolf-Martin Landerl war dabei, der Trainer des VfB Lübeck, und Marvin Thiel, der von einem mutigen VfB gesprochen hat, der am Sonnabend um 14 Uhr auf der Lohmühle vor rund 1860 Zuschauern gegen Dynamo Dresden spielen wird. Die ersten Punkte müssen her. Ganz klarer Fall, der VfB ist Vorletzter. 2 Punkte, nur Magdeburg ist Letzter, die spielen auch schon am Freitag. Das heißt, ein bisschen Druck ist schon da. Rolf Landerl sprach davon, dass sie ihren Weg weitergehen wollen. Wir drücken die Daumen auf der Lohmühle am Sonnabend. Und wer nicht dabei sein kann, der guckt sich das vielleicht im Live-Ticker bei uns an. Abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Das war Roland Kenzo für HL Sports TV.